Hallo Leute, ich bin Tessa Freak. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So. Ja, ich habe die MSN fertig gemacht. Ich habe die Technik erlernt fürs Zerschneiden. Ich habe gemerkt, dass sie sich hier wenig Mühe geben, dass der Scheiß immer auf demselben Mülleimer ist. Ja. Und ich werde aber nicht gleich gegen die Arena-Leiter kämpfen. Okay. Wie gesagt, scheint die ungewöhnliche Na, warte nochmal. Ups. Ja gut, du mit Pikachu rumgespielt. Komm her. Muskelkraft ist zwar nicht meine Stärke, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich ein Profi. Damit habe ich mir einen Platz hier gesichert. Elektromusiker Alfred, wollte ich ja was. Wo ist der mit dem Musiker? Oh, der hat zwei Pokémon. So, machen wir Slam. Natürlich. Ja, bitte, spreng dich einfach. Okay, bring dich einfach um. Ach, das war sogar noch ein Volltreffer. Ich dachte, das wäre normal, aber gut, okay. Kann aber ich nochmal einsetzen. Oh, Sternschauer. Ich dachte, er kommt wieder mit Finale. Ey, das sieht so krass aus, das Slam. Ein Kurzschluss. Der gibt ja fast ja nicht so. Langweiler hier. Mir ist egal, was für eine. Ein toller Pokémon-Trainer du bist. Das hier ist kein Kinderspielplatz. Ja. Martin. Martin und Martin Tito. Ja, okay. So, mag ich die Löwen. Da, hängt gleich an den Kühlschrank. Wieso? Überschall. Nein, ich bin nicht verwirrt. Das ist alles nur eine Einbildung, Pikachu. Nein, du kannst nur angreifen. Wow, du hast mich ganz schön überrascht. Ja, geh nicht immer nach dem Aussehen. So. Ein bisschen Tränke benutzen. Nochmal. Weil ich kann. Als ich noch in der Armee diente, habe, war Meyer Bob mein Vorgesetzter. Bei seinem Training ging es immer Schlag auf Schlag. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie? Wieso ist das denn ein alter Sack? Hätte man nicht da einen jüngeren Mann drin? Ein Pikachu.
Ruckzuck, ja, und ja, natürlich, meins hilft wieder nicht. Genau, so muss ein Ruckzuck mich aussehen. Ja, Top-Genesung, genau. Ich kann mir die neuen Ruckzuck kaufen, aber ey, du hast sie. Dann zögert sich das einfach nur raus. Stopp, du bist zu gut. So, jetzt habe ich alle besiegt. Gehe ich nochmal in den Beutel, benutze nochmal einen Kampf. Dann fehlt Pikachu genau ein Leben. Und noch mehr Arena. Willkommen in der Arena von Urania City. Rekruten. Wen haben wir denn hier? Ein Witzling wie du will den Mario herausfordern. Du hast ganz schön Mumm. Mit deinem halb gegarten Team gegen mich kämpfen zu wollen. Pokémon-Helfer sind nicht zur Weichlinge. Wenn ich mit dir fertig bin, wird der Shop tief sitzen, Rekruten. Oh ja, Mario Bob war nicht gerade leicht. Ein Volteball. Setzt er jetzt auch Finale ein? Lichtschild. War nicht Lichtschild für Spezialtechniken? Oh, dann bis jetzt Geschichte. Und da ist der Michigan Pokéball weg. Magnetilo. Und der ist ja auch keine Gefahr. So, Doppelkick. Ein Ultraschall. Nee. Das war, ich weiß nicht mal. Jedenfalls weg mit dir. Und jetzt kommt noch sein Raichu. Irgendwie war das mit Evoli alles schwieriger. Raichu. Los, lass ihn weg. Ja. Scheiße, das Lichtschild ist weg. Ja. Mann, ey. Los, jetzt aber. Birch fängt an zu verzweifeln. So, dafür habe ich ja eine Supertränke gekauft. Ich bin ja immer lustig, wie Pikachu halten kommt. So, jetzt kriegst du aber endlich mal. Alter, Pikachu! Geht doch! Ja, da fehlen noch zwei Leben. Donnerblitz, hä? Hä?
ja mehr heilt als normal. So, jetzt mal auch ein Double Kick. Ich will auch mal. Trifft wenigstens mal. Nein, und jetzt zu Ende. So, zu Ende. Double Kick. Endlich. Glutex erreicht Level 23. Oh nein! Du weißt, wie man kämpft, Rikuten. Du hast wirklich Talent. 4160 Pokédollar. Cool. Oh, sehr effektiv. Ausgezeichnete Arbeit, Rikuten. Für deine Leistung verleihe ich dir hiermit den Donnerorden. Stillgestanden. So steht man aber nicht still. Du erhältst den Donnerorden von Mario Bob. Es war mir eine Ehre, dich auszubilden. Damit du dich immer an meine Worte erinnerst, gebe ich dir noch das hier auf den Weg. Du erhältst ein Autogramm von Mario Bob. Du verstaust das wieder im Beutel. Nicht ganz das, was du erwartet hast. Hahaha, keine Sorge, das ist noch nicht alles. Du erhältst das TM36 Donnerblitz von Major Bob. Verstoß in der Itembox. Ne, TM-Box. Die TM36 erhält die Attacke Donnerblitz. Bringen sie einem Elektro-Pokémon bei und dir wird jede Mission gelingen. Verstanden, Rikuten? Okay. Oh, Pikachu freut sich. Pikachu kann seine Vorfreude lächeln, über den Sieg nicht unterdrücken. Braves Pikachu! Mann, futter so schnell! Und da sind jetzt dritte auf einer Leitung. So. Da ist Mistpi. Ja, natürlich wollen wir sein müssen. Mistpi, hallo. Hallo. Wow, du hast jetzt echt mal Rock besiegt. Reifleistung. Du lässt nichts anbrennen, was? Wie hat die das eigentlich erfahren? Die so ein, haben die WhatsApp oder so und schreiben euch, oh, wurde besiegt hier vorne. Dann hast du dir auch ein Pläuschen verdient. Pläuschen verdient. Misty hat deine Pokémon wieder fit gemacht. Hm? Warum ich nicht in der Arena bin? Ach, ich dachte mir, ich schwimme mal wieder ins Meer raus. Manchmal wird es mir mein kleines Schwimmbad einfach zu eng, weißt du? An solchen Tagen muss ich die gesalzten Wellen der weiten Meere um mir spüren. Aber wo willst du eigentlich hin? Du bist nicht zufällig auf dem Weg in die Lichterhöhle? Der liegt ganz in der Nähe. Wenn du willst, zeige ich dir den Weg. Ja, mach einfach. Alles klar, dann mal los! Weil die Dicknerhöhle auch so ultra weit ist. Da werden wir. Das ist die Dicknerhöhle. Sie heißt so, weil sie vom Dickner begraben wurde. So, ich mache mir auf den Weg. Ich hoffe, du begegnest hier vielen tollen Pokémon. Ja, vielen tollen Dickners. Oh, was sagst du hier? Ich bin schwer beeindruckt, Victor soll in diesen langen Tunnel gelaufen haben. Da ist schon mal ein Dick im da. Ein wildes Dick da erscheint. Und da haben wir einen Dickter gefangen.
Für die Versicherung keine Probleme. Dixas bevorzugt dunkle Orte. Es hält sich meist unter der Erdoberfläche auf. Kommt aber auch mal oft in Höhlen zum Forschen. Und noch ein Dicker. Noch ein Dicker. Da kann man nur eine Fangquote vom Dicker kriegen, ja, Dicker. So, ein Dickdreh. Ah, fangen wir es an. Ja, egal, das ist noch ein Level. Oh, der hat alles frei. Was soll ich mit so einer scheiß Technik? Mit der feinen Kraft von 3 Digda gräbt es sich bis zu 100 Kilometer tief in der Erde. Und Berichten zufolge löst dies Menü mitunter Erdbeben aus. Dann ist einfach 3 Digda. War der Rüster bestimmt? Nee, doch nicht. Ist hier keine versteckten Tipps? Und dann renne ich in so einen Blick da rein. Erfahrung. Und weg mit die Dicke. Alter, wie lang ist denn die Höhle hier? Oh, da ist ein alter Sack. Schau, das ist hier irgendwo noch viele dunkleren Tunnel, als es ihnen geben soll. So. Gib her. Oh, 3 Superbälle. Warte mal, wir können uns jetzt noch ein Fossil abholen. Natürlich, hier einsetzen. Wusch, weg. So, ein Perlala-Leinstein. Pikachu! Pikachu! So, was sagt denn der hier? Die Geheimnisse des Universums, die Geheimnisse unseres Planeten. Es gibt noch so vieles, was wir nicht verstehen. Gerade deshalb dürfen wir unsere Forschung nicht aufgeben. In unseren Ausstellungen finden sich äußerst seltene Fossilien. Urzeitlicher Pokémon. Ja, ist schön. Psst, hey, kannst du das Geheimnis für dich behalten? Ich glaube, in diesem Stück Bernstein sind konservierte Pokémon-Gene enthalten. Es wäre eine Sensation, wenn man diese Gene dafür benutzen könnte, das Pokémon wieder zum Leben zu erwecken. Aber meine Kollegen hier glauben mir nicht. Sie nehmen mich nicht ernst.
Deshalb habe ich einen großen Bedanken. Ich möchte, dass du den Bernstein für mich zu irgendeinem Puppenlover bringst und dort umsetzt. Du hältst den Altbernstein. Verstaffst ihn in deinen Beutel. Natürlich verschwindet er ihn. So, ich kann sagen, weißt, dass der mir nur dasselbe erzählt, dass ich hier nicht hinter dem sollte. So, springen wir runter und gehen wieder zurück. Nein, Ratzfatz, ich will nicht. Los schnell, Pikachu, ich will keine Ratte treffen. Hallo, Patrick. Erinnerst du dich noch an mich? Ich bin Professor Eis, Lieblingsassistent. Ja, aber es glaubt ich. Gut, dass ich dich treffe. Ich will dir das zeigen. Aber hier ist es ein bisschen hell zu dafür. Am besten, wir gehen dafür kurz ins Haus. Ich warte drin auf dich, Tetrick. Ja, Mann, dann lass uns mal herkommen. Ah, du bist ja. Da bist du ja. Dann zeigen wir dir mal am besten gleich, wovon ich rede. Wer redest? Das ist mir nämlich ein endlich gelungen, die Geheimtechnik Lichtflut zu meistern. Aber wirklich, ich dunkle mal eben den Ort. So, das sollte dunkel genug sein. Jetzt heißt es Konzentration. Ich werde eins mit meiner Umgebung. Einmal tief durchatmen und jetzt flute ich den Raum vor meinem inneren Auge mit Licht. Siehst du? Jetzt sieht es hier immer wieder hell aus, obwohl das Licht immer noch aus ist. Du fragst dich nun wahrscheinlich, wie das möglich ist. Es funktioniert so. Durch eine Konzentration kann ich die Umgebung spüren und vor meinem geistigen Auge sehen. Ich sichere Intensität der Konzentration überträgt diese innere Erleuchtung auf jeden in der Nähe, also auch auf dich. Huch! Will mir dein Pikachu etwa sagen, dass es die ganze Zeit am liebsten selbst lernen würde? Wie, bitte? Es ist die Geheimtechnik Special auch schon ein Beweis werden? Da bin ich sprachlos. Professor Eich hätte zwar erwähnt, dass dein Pikachu kein gewöhnliches Pokémon sei, aber das übersteigt meinen kühnsten Träume. Einfach faszinierend. Ich werde mein Bestes tun, um ihm die Geheimtechnik beizubringen. Aber dafür muss ich zuerst den Raum wieder dunkel werden lassen. Ein Augenblick. So, jetzt kann ich losgequetschen. Heißt es zu Konzentration, werden eins mit deiner Umgebung. Einmal tief durchatmen und jetzt flut in den Raum mit deinem inneren Auge mit Licht. Pikachu hat die Geheimtechnik Lichtflut erlernt. Dein Pikachu ist einfach unglaublich. Ich hoffe mir, ihr macht fleißig Gebrauch von meiner Geheimtechnik. Und vergiss nicht, Geheimtechniken sind keine Attacken. Dein Partner Pokémon kann sie auch nicht einsetzen, wenn es kampfmäßig ist. Okay. Okay. Oh, hey, Tetrick! Hast du ja auch die Geheimtechnik von Professor Eisassistent drin gelassen? Hey, was? Er hat sie Pikachu an deine Stelle beigebracht? Dein Partner zeigt also wie gewohnt an, wo der Hammer hängt. Echt cool. Oh, weißt du was? Ich glaube, ich kenne einen Ort, wo man die Technik ausprobieren könnte. Wie wär's? Soll ich sie hinbringen? Nö. Okay, also gut. Okay. Du kommst ganz sicher allein zurecht. Ach, lass es doch sein. Ja, ich bin lieber allein unterwegs. Alles klar, dann erkläre ich dir den Weg. Geh einfach zur Azuria City aus dem Osten und den Felstunnel. Da ist ein Stockbogen, dann sagst du dir, da ist er denn. Ich mach mich mal auf den Stopp.
Ja, verzieh dich mal. Der Staub könnte mal. Weg damit. Warte mal, war nicht irgendwas? Leute, die Wärmtechnik nutzen können, finden. Finde ich einfach total cool. Kannst du das auch? Nö, ich bin blöd. WP ist eine Abkürzung und steht für Wettkampfpunkte. Wettkampfpunkte, genau. Das ist toll. So, gib mir meinen Items. Hallo. Ladstein erhalten. Wahrscheinlich ein Pokémon, was ich entwickeln kann damit. Ah ja. Mirapla habe ich, glaube ich, aber ich muss erst durchleveln. Keine Geheim-Items. Toll. Gehen wir schnell zurück. Nochmal den Strauch kaputt machen. Und ab in die Diktatur. Ich habe jetzt keine Lust auf Diktas. Digi Digi Das. So, Alter, wie lange noch? Ach man, sehr schön. So, jetzt musst du aber drin bleiben. Geht doch. Ja, Level 24 und Level 26. Eine zweite Serie? Achso, ja. Okay. So, ich bin ja hier extra noch nicht hingegangen. So, dann kämpfen wir nochmal. Hallo? Weißt du, was mir an der Route 11 gefällt? Das ist, dass sie aus zwei gleichen Zahlen besteht. Das wirkt so schön ordentlich. Ich bin nämlich selbst ein sehr ordentlicher Trainercoach, musst du wissen. Willst du wirklich einen Trainercoach herausfordern? Ja, ich will kämpfen. Dante? Okay, Dante Power ist schon aus. Ah. Er hat einen Ratz. Okay. Will er mich verarschen, Alter? Ein Ratz. Hätte es nicht ein Radikal sein können? Muss es ein Radfahrt sein? Weil die 21? Den habe ich aber jetzt schnell besiegt. Du bist vielleicht stark. Du bist echt stark. Jetzt habe ich gute Laune, deswegen schenke ich dir hier. Du hättest 5 Pika Bombs. Mit dem Pikachu kannst du dein Pikachu da auf Stecke werden lassen. Denn auf der Suche nach Pokémon zu einem bestimmten Pokémon bist, solltest du natürlich viele Exemplare davon fangen und sie an den Poster schicken. Ein Dromato! Hab ich auch noch nicht gehört. Alter, wie ist mit den Finger rum einer hier?
einfach Level stehen und Level stehen, cool. So, ich lerne Ackerknarren, cool. Machen wir Rutenschlag weg, ja. Okay, wenn man immer in der Nähe eines Traumatos schläft, zeigt es eine nachts manchmal Träume, die es wohl vor langer Zeit verschweißt hat. Okay, nett. So, dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye!